Ja gut, ja, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Es war jetzt nicht eins unserer besseren Spiele. Wir haben sehr gut angefangen, haben schnell mit 4 Toren geführt, haben es dann wieder ein bisschen schleifen lassen. Und ja, so war es in der zweiten Halbzeit eigentlich auch. Wir haben es nicht geschafft, über 60 Minuten konstant gut und konzentriert zu spielen. Wir hatten immer so 10 Minuten gute Phasen dabei, 10 Minuten schlechte Phasen. Und ja, daran müssen wir jetzt arbeiten am Sonntag. Okay, was denkst du heute? Hauptsache 2 Punkte geholt? Ja, was ist Hauptsache 2 Punkte geholt? Es war erstmal wichtig, dass wir uns wieder ein bisschen mit der 6-0-Abwehr einspielen. Rede war heute wieder dabei. Das ist, denke ich, ist uns ganz gut gelungen, aber am Sonntag ist nochmal ein anderes Kaliber. Aber ja, wir müssen trotzdem mal ja, vielleicht ein bisschen konzentrierter über 60 Minuten spielen und nicht so leichtfertig den Vorsprung teilweise immer wegwerfen. Okay, mit 4 Toren Rückstand geht es ins Rückspiel in der Champions League gegen Sacred. Wie siehst du eure Chancen? Na gut, sie hätten natürlich besser sein können, wenn wir zu Hause gewonnen hätten, aber wir waren, muss man auch ehrlich sagen, leider die 4 Tore schlechter. Und ja, das haben wir dort eine schwere Aufgabe, aber wenn wir es schaffen, unsere beste Leistung abzurufen, dann ist auf jeden Fall was möglich. Wir glauben daran, aber wir müssen halt von Anfang an da sein und dürfen uns keine Aussetzer leisten, so wie heute, sonst wird es ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Wir haben von Anfang an haben wir geführt, von dem her war es ein kontrollierter Sieg. Zwischendurch haben wir einfach zu viele Bälle verworfen und dann ist Minden nochmal rangekommen. Die haben gut gespielt heute, einen sehr guten Torhüter gehabt. Und deswegen konnten wir eigentlich nie richtig davonziehen, was einerseits eben, wie erwähnt, am Torhüter lag, andererseits auch an uns selber, weil wir 1-2 Fehler wirklich zu viel gemacht haben. Heute die Punkte, wie würdest du die einordnen? Sehr wichtige Punkte. Es sind alle Punkte wichtig. Ja. Wir möchten möglichst lange da oben dranbleiben. Deswegen müssen wir die Spiele gewinnen. Manchmal funktioniert das besser, manchmal schlechter, so wie heute, aber am Ende zählen 2 Punkte. Am Sonntag zählt auch noch ein Sieg in Szeged. Mit 4 Toren Rückstand fahrt ihr dorthin. Wie siehst du die Ausgangslage? Ja, unsere Chancen sind sicher nicht riesengroß. Von dem her, wir gehen da ohne Druck hin. Probieren natürlich, das Ganze zu drehen, was schwierig sein wird. Aber ja, wir glauben dran. Wir können überall in jeder Halle der Welt gewinnen. Und das sollte auch in Szeged möglich sein. Aber dass es schwer wird, ist klar. Ja, also natürlich. Wären heute, wenn wir hier es geschafft hätten, 2 Punkte zu holen, die für uns Gold wert gewesen. Aber wir haben leider in beiden Halbzeiten die Anfangsphase jeweils verschlafen und mussten uns dann immer schnell nach einem hohen Rückstand wieder zurückkämpfen. Und das hat natürlich dann auch viel Kraft gekostet. Unterm Strich ist es sehr schade, dass es nicht noch enger gewesen ist, weil das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Aber es gibt auch gute Sachen, auf die wir auf jeden Fall aufbauen können. Ja, fand ich auch. Und wenn man so die letzten Spiele betrachtet von GWD Minden, seit dem Trainerwechsel, gab es da schon so Impulse für die Mannschaft? Wie würdest du das einordnen? Ja, Frank ist jemand, der sehr akribisch arbeitet, der einen genauen Plan hat, wie er Handball spielen lassen möchte. Und es dauert natürlich, bis sowas dann auch komplett verinnerlicht ist, aber ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das gibt ja natürlich vielleicht auch Mut für die nächste Auswärtsaufgabe beim VfL Gummersbach. Auf jeden Fall, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel und wir werden natürlich alles daran setzen, dass wir da die 2 Punkte, die wir heute hier leider nicht holen konnten, dann mit nach Hause nehmen.